An einem wolkenverhangenen Tag im Februar 1885 ging John Barbacomb Lee zum Schafott des Gefängnisses von Exeter in der Grafschaft Devon in England, wo er darauf wartete, zum Tode gehängt zu werden. Doch genau in diesem Moment ereignete sich etwas Seltsames, das seit fast 150 Jahren nicht aufgeklärt wurde. Als der Henker James Barry den Hebel betätigte, öffneten sich die Falltüren, durch die Lee fallen sollte, nicht. Ohne sich zu sehr damit aufzuhalten, überprüfte Barry den Mechanismus und stellte fest, dass er wie vorgesehen funktionierte. Lee kletterte also erneut auf das Gerüst und das Werkzeug versagte erneut, da sich die Falltüren einfach nicht öffneten. Barry, der nun besorgt war, vergrößerte die Öffnung zwischen den beiden Falltüren und bat den Aufseher zu überprüfen, ob alles funktionierte. Der Mechanismus funktionierte einwandfrei und ohne jegliche Probleme. Lee kletterte zum dritten Mal auf das Hängegerüst und wieder versagte der Mechanismus. Panik und Verwirrung herrschten, als Barry und der behandelnde Arzt John Pitkin es ablehnten, an dem weiteren Verfahren teilzunehmen. Die Hinrichtung von Lee wurde gestoppt und er wurde in seine Zelle zurückgebracht. Später wurde sein Urteil in lebenslange Haft abgeändert. Pitkin schrieb später in seinem Bericht über den Vorfall: 30 Minuten waren vergangen, seit ich den Dienst in der Zelle des Verurteilten begonnen hatte. Als ich dann die hilflose Verwirrung sah, die herrschte, das große seelische Leid, das der Verurteilte durchgemacht hatte, und die Unwahrscheinlichkeit, dass das Schafott funktionierte, schloss ich mich dem Sanitätsoffizier an und appellierte an den Untersheriff, die Hinrichtung an diesem Tag zu verschieben. Der weitere Versuch, das Urteil an diesem Tag zu vollstrecken, wäre von großer Grausamkeit geprägt gewesen. Doch warum versagte der so bewährte Hängemechanismus so oft? War es nur ein mechanischer Fehler oder wurde Lee durch die unsichtbare Hand Gottes gerettet? Bis heute hat niemand eine Antwort auf diese Frage, die Gefängnisbeamte, Ermittler und medizinische Experten seit fast 150 Jahren quält. Lee wurde 22 Jahre später entlassen. Später wanderte er nach Milwaukee in Wisconsin in die Vereinigten Staaten aus, wo er den Rest seines Lebens in relativer Unbekanntheit lebte. Lee wurde am 15. November 1864 in dem verschlafenen Dorf Abbotskirswill in Devon geboren. Er stammte aus einem armen Haushalt, hatte kein Geld und keine Ausbildung, doch Lee hatte einen großen Traum. Er wollte schnell Geld verdienen und die Welt erkunden. Er trat in die Royal Navy ein, musste aber nach einem Jahr wegen einer schweren Beinverletzung, die ihn für den Dienst untauglich gemacht hatte, wieder aussteigen. Da er pleite und ohne Zukunft war, verschaffte sich John einen Job als Lakai, wurde aber bald des Raubes an seinem Arbeitgeber beschuldigt und zu 2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Nach 2 Jahren im Jahr 1884 ließ er sich schließlich als persönlicher Diener von Emma Casey, einer wohlhabenden Witwe in der Gegend von Babacombe Bay, nieder. Lee knüpfte gute Beziehungen zu seiner Arbeitgeberin und wurde bald ihr treuer Diener. Doch eines Tages, am 15. November 1884, ereignete sich in der ruhigen Stadt Babacombe Bay eine große Tragödie. Miss Emma Casey wurde ermordet aufgefunden, die Kehle brutal mit einem Küchenmesser aufgeschlitzt. Sie wies 3 klaffende Einstichwunden am Kopf auf und der Mörder hatte versucht, ihre Leiche zu verbrennen, um das Verbrechen zu vertuschen. Als einziger männlicher Bewohner des Hauses war Lee der offensichtliche Verdächtige. Ein blutverschmiertes Messer wurde in einer Schublade neben Lees Bett gefunden und sein Arm war blutverschmiert. Lee behauptete, er habe sich am Arm verletzt, nachdem er ein Fenster eingeschlagen hatte, um in das Schlafzimmer seines Arbeitgebers zu gelangen, wo er ein loderndes Feuer vorgefunden hatte. Keiner glaubte ihm. Es gab keine Zeugen. Lee hatte kein Motiv für den Mord an Casey und alle gefundenen Beweise waren reine Indizien. Aber es war das 19. Jahrhundert und die forensische Wissenschaft befand sich noch in der Entwicklung. Die Polizei konnte nicht beweisen, dass das Blut, das bei Lee gefunden wurde, nicht von seinem Arbeitgeber stammte. John Lee wurde wegen des Mordes an Emma Casey angeklagt und vor Gericht gestellt. Was die immer wieder versagende Mechanik des Schafotts angeht, die Gefängnisbeamten glaubten zunächst, dass es ein regnerischer Tag war und die Holzplanken des Gerüsts
durch das Regenwasser aufgequollen waren, was zu dem Versagen führte. Eine eingehende Untersuchung der Planken ergab jedoch, dass die Knochen trocken waren. Alles war sorgfältig und routinemäßig ausgeführt worden und es gab keinen Grund, warum der Mechanismus auch nur einmal versagt haben sollte. Viele Menschen glaubten, dass es sich um ein göttliches Eingreifen handelte. Lee war unschuldig und Gott kümmerte sich um die Unschuldigen. Später jedoch beschäftigten sich logische Denker mit dem Problem, indem sie die Mechanik des Versagens untersuchten. Eine detaillierte Analyse des Galgens ergab, dass die kritischen Komponenten für eine einwandfreie Funktion strenger gewartet werden mussten. Bestimmte Bauteile könnten sich verklemmt haben und sich unter dem Gewicht des Gefangenen nicht mehr öffnen lassen. Ein Glücksfall und menschliche Unachtsamkeit haben Lee also dreimal das Leben gerettet. Es stellt sich jedoch die Frage, warum haben die nach dem zweiten Versuch vorgenommenen Korrekturen das Problem nicht gelöst? Die Experten hatten darauf keine Antwort und die Untersuchung wurde mit der Begründung abgeschlossen, dass ein mechanisches Versagen die logischste, aber wenig aufregendste Erklärung für die gescheiterte Erhängung von John Lee sei. Doch es gibt eine bizarre Wendung der Geschichte 50 Jahre später. Denn 50 Jahre später, als die forensische Wissenschaft zur Lösung des Falles herangezogen wurde, stellte sich heraus, dass der Mörder kein anderer war als John Lees erster Anwalt, Reginald Gwynne Templer. Reginald hatte ein angespanntes Verhältnis zu Emma Casey, die er in einem Wutanfall tötete und später Lee alle Beweise anhängte, um ihn zu belasten. Lee hatte die ganze Zeit über Recht, als er seine Unschuld beteuerte. Es war ein seltsamer Abschluss eines seltsamen Ereignisses, das beinahe das Leben eines unschuldigen jungen Mannes gefordert hätte. Ein Leben, das dank einer Reihe glücklicher Umstände doch noch verschont wurde.